So, 8:57 Uhr. Wir sehen, wir sind jetzt mittlerweile über ein Daily Pivot. Ich platziere jetzt die Blue Box auf den oberen Level. Und gleich der Fokus dann auf die Vola Box hier. 8:57 Uhr. Mach jetzt mal auf Full HD. Countdown läuft. Eine Minute noch. Ich nehme die Linie mal raus. 42 Sekunden. Und dann schauen wir mal, wie der Kurs gleich hier reinläuft. Zweiundzwanzig, 17, 7, 5, 4, 3 und es geht los. Wir sehen oben die Vola-Box. Die wird jetzt aktiviert auf dem Niveau von 15.797 zu 15.782 mit einem erhöhten Risiko heute mit 0,05. Alles andere, wir sehen, eine Big Number haben wir platziert. Die andere Variation ist dort unten 15.669. Ja, jetzt bin ich gespannt, ob wir dieses Niveau von 50 jetzt nachhaltig überwinden. Gestern, gehen wir auf den 5-Minuten-Chart, hatten wir eine Trading-Range von nur 80 Punkte. Das ist sehr gering. Wir kennen das Spiel ja auch auf dem Rekordniveau. Wenn beim Gipfel wird die Luft etwas dünner. Okay, wir haben die Falle platziert. Warten, ob der Kurs da reinläuft. Das ist das Einzige, was wir jetzt zu tun haben. Das erhöhte Risiko ist heute, weil ich gestern einen Trade geschlossen habe, Michael. Einen Trade geschlossen habe, genau bei dem Niveau, wo mein Konto bei minus 0,05% lag. Und damit möchte ich heute nicht den Beweis, aber möchte heute das so machen, was wir auch in der Schulung des Öfteren sagen, dass man auch die Möglichkeit hat, einen Trade zu schließen, den Verlust hinzunehmen und dann mit einem erhöhten Risiko den Trade fortsetzt. Also eine andere Alternative als den Trade zu hedgen. Markt geht jetzt ein wenig runter, dann heißt, wir schließen hier oben, gehen auf die 15.707. Die nächste Vola-Box liegt dann bei 15.669, wenn er das dann möchte. MTX Short-Signal. Kommt die Meldung, wer das also machen möchte. Ich bin immer noch Short vollgeladen. Das heißt, ich nehme hier diese Zwischenstrecke nicht mit. Also Short auch hier bei 15.720. Ja, und da gab es auch schon die Bestätigung, auch über Kim Jun Sen. Kim Jun Sen auf 5 Minuten. Auch hier doppeltes Signal. Wow. Das spricht also für die 15.700 zumindest, dass wir die ansteuern. Markt geht jetzt ein wenig runter, dann heißt, wir schließen hier oben,
gehen auf die 15.707. Die nächste Vola-Box liegt dann bei 15.669, wenn er das dann möchte. MTX-Short-Signal! Kommt die Meldung, wer das also machen möchte. Ich bin immer noch Short vollgeladen. Das heißt, ich nehme hier diese Zwischenstrecke nicht mit. Also Short auch hier bei 15.720. Ja, und da gab es auch schon die Bestätigung, auch über Kim Jun Sen. Kim Jun Sen auf 5 Minuten. Auch hier doppeltes Signal. Wow. Das spricht also für die 15.700 zumindest, dass wir die ansteuern.